Er gilt als ein Meister der modernen Fotografie, Jeff Wall. Seine Arbeiten vereinen Fotografie, Film und Malerei. Kultur 21 trifft den Kanadier in Dresden. Auf den ersten Blick gibt es nicht wirklich viel zu entdecken in diesen Fotos. Die Motive scheinbar belanglos, alltäglich, nicht eben schön. Aber die Bilder des kanadischen Fotokünstlers Jeff Wall haben es in sich. In allen bedeutenden Kunsthallen der Welt werden sie gezeigt. Jeff Wall gilt als der Begründer der konzeptuellen Fotokunst. Eine Ikone der zeitgenössischen Fotografie. Wir treffen ihn im Dresdner Lipsius-Bau in seiner aktuellen Werkschau. Die meisten Arbeiten präsentiert in riesigen Leuchtkästen. Wie dieser Fensterputzer bei der Arbeit im Barcelona-Pavillon von Mies van der Rohe. Ganz unspektakulär. Alltagsbeobachtungen des Künstlers in der Stadtlandschaft seiner Heimat Vancouver. Ich sehe Dinge. Und wenn ich das Gefühl habe, das wird ein gutes, interessantes Bild, dann fotografiere ich das nicht gleich. Ich denke darüber nach. Dann rekonstruiere ich die Situation, lasse sie neu geschehen. In diesem Fall, das Bild heißt Tattoos und Shadows, beobachtete ich im Sommer junge Menschen, die im Garten saßen. Die Schatten fielen von den Bäumen auf ihre Haut. Ich fand es irgendwie poetisch, dass die Tätowierungen sich niemals verändern werden, während sich die Schatten immerfort verändern. Ein wirklich schöner Moment. Sofort fasziniert hat den studierten Kunsthistoriker dieses Panoramagemälde in Luzern. Es zeigt die geschlagene französische Armee im Deutsch-Französischen Krieg 1871 auf 1500 Quadratmetern Leinwand. Ich habe sofort gemerkt, dass das ein wunderbares Thema für eine fotografische Arbeit ist. Ich empfand es als restaurierungswürdig. Und dann dachte ich, vielleicht kann ich Ihnen zeigen, wie es aussehe, wenn man mit der Arbeit beginnen würde. Also habe ich ein paar professionelle Restauratorinnen kommen lassen. Sie haben angefangen zu arbeiten. Und ich habe mit diesem Foto sozusagen den Beginn der Restaurierung erfunden, so realistisch wie möglich. 7 oder 8 Jahre später, glaube ich, haben sie es dann tatsächlich getan. Auch die nordamerikanische Geschichte spielt eine Rolle in der Arbeit von Jeff Wall. Ausgrabungen an einer ehemaligen Wohnstätte kanadischer Ureinwohner. Ich finde dieses Thema sehr spannend. Es beinhaltet so viel. Die Vergangenheit, die Beziehungen zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen Amerikas. Und ich mag es besonders in dieser Ausstellung, denn es hat einen Bezug zu dem Restoration-Bild. Im Grunde ist es sogar das gleiche Bild, jemand, der an Geschichte arbeitet. Was mich aber mehr interessiert, ist, dass der zweite Mann gerade nicht arbeitet, sondern nachdenkt. Dieser Moment von Kontemplation ist wunderschön. Man weiß nicht so recht, was er denkt. Das mag ich auch so sehr bei dem Bild Restoration. Die eine Frau arbeitet auch nicht. Sie schaut nur und denkt nach. Dieses Innehalten, die Arbeit sein lassen und nachdenken, worüber auch immer, da entsteht ein Freiraum, was einen irgendwo anders hin mitnimmt. Die Arbeiten von Jeff Wall. Sie lassen dem Betrachter viel Raum für eigene Gedanken und Geschichten. Mit seiner Herangehensweise hat er seit den 60er Jahren viel dazu beigetragen, dass die Fotografie ihren Platz gefunden hat als ganz eigenständige Gattung in der bildenden Kunst. Und genau das zeigt auch diese Ausstellung hier in der Barockstadt Dresden.